weiter geht's in der Endzone und wir sind mitten in der Dürre des, naja, Todes will ich es nicht nennen, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber die Dürre ist vorbei und das Wasser kommt langsam, aber sicher und stetig wieder, ja. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen und müssen jetzt mit den Erkundungen weitermachen. Wir müssen gucken, dass wir hier unser kleines Dörfchen weiterbauen. Wir haben jetzt hier die Ziegelproduktion aufgebaut. Wir müssen hier hinten weiterbauen und so weiter und so fort. Also wir haben tatsächlich eine ganze Menge zu tun und deswegen machen wir jetzt mal direkt weiter. Hier hatte ich ja gesagt, hier wollte ich ja nicht mehr Leute haben als die wir jetzt im Moment haben. Wir haben noch relativ wenig freie Arbeitskräfte. Es liegt unter anderem natürlich daran, dass wir die beiden Brunnen hier jetzt deaktiviert haben. Das können wir jetzt bei Zeiten, die ganzen deaktivierten Gebäude, die können wir jetzt alle mal wieder starten. Und dann werden hier jetzt definitiv Arbeitskräfte fehlen. Und da müssen wir uns jetzt drum kümmern, dass wir diese Arbeitskräfte jetzt mal hier rausholen. Jetzt gucken wir mal, Brunnenwarte, die ziehen wir mal raus. Wir brauchen nämlich die Wasserträger. Fischer brauchen wir. Sammler würde ich jetzt noch drinnen lassen. Förster. Die Frage ist, wie viel brauchen wir? Den brauchen wir. Brauchen wir zwei Aufarbeiter? Nein. Da ziehen wir mal einen raus. Holzfäller. Bei den Förster können wir auch einen rausziehen. Plantagenarbeiter bräuchten wir eigentlich auch, denn unser Stoffvorrat sinkt jetzt schon. Schrottsammler bleibt bei einem. Tongräber, die können wir definitiv rausziehen. Da hatten wir jetzt eine ganze Menge drin. So, jetzt sind wir bei -3 im Ton. Und dann gucken wir auch gleich nochmal bei den Ziegelbrennern. So, da können wir auch nochmal rausgehen. Dann sind wir jetzt bei +0,8 und 0,3. Dann haben wir da jetzt eine gute Kombi gefunden. Sind jetzt bei 5 Leuten. Und pass mal auf, dann machen wir die Brunnenwärter noch mit rein. Die Fischer sind drin. Ansonsten sollten wir tatsächlich die Stoffproduktion er kann noch nicht. Das ist kein Problem. Aber wir können zumindest die Stoffproduktion dort einen erhöhen. Ja. +12 bei den Fasern. Wir sind aber immer noch bei -2. Müssen wir da echt auf 3 gehen? Bin ich im falschen Gebäude? Nee. Ach so, die benötigten Ressourcen fehlen. Ja, okay, alles klar. Dann warten wir erstmal ab, bis wir die benötigten Ressourcen hier haben. So, also nächste Dürre kommt, aber wir sind bei der Wasser- und Nahrungsproduktion. Kommen wir weiter, da müssen wir wieder speichern. Das ist überhaupt kein Problem. So, gut, dann schauen wir mal weiter, wie wir auch unsere Siedlung dort oben weiter optimieren. Er hat immer noch kein Flachs, aber da sehe ich jetzt erstmal in New Nerd überhaupt kein Problem. Gut, dann müssen wir einmal checken, wie sieht es denn mit den Aktivkohlemasken aus? Ja, da haben wir 60 Stück. Ich würde jetzt mal sicherheitshalber neue Anweisung mit dir, pass mal auf, wir packen mal alles, was wir brauchen. Ah, das ist voll, ne? Dann machen wir das mal dahin. Bin am Steuer. Genau. Und dann komm mal bitte hierher. Und dann nehmen wir mal 20 Aktivkohlemasken von hier mit und bringen das mal darüber. Damit die Leute dort schon die ersten Aktivkohlemasken haben. Wir wissen ja nicht, wie es da weitergeht. So, jetzt haben wir natürlich ein Flachsproblem. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal eine Person mehr reinhauen. Dann haben wir 18. Und dann haben wir +12. +6. Ja. So, wir werden da nochmal einen runtergehen. Da bin ich immer noch bei -2. Vermutlich wird das nicht umgerechnet, weil die Ressourcen noch fehlen. Dann werden wir erstmal auf Flachs komplett hochgehen und werden jetzt wirklich mal gucken, dass wir unsere Flachsreserven hier erstmal auffüllen. Dann will ich noch einmal ganz kurz kontrollieren, wie viel hier drin ist. Das sind aktuell 3000. Sehr schön. So, was sind die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte sind definitiv Ziegel und wir wollen in der Forschung weiterkommen. Das heißt, wir wollen gucken, dass wir die Hütte erforschen. Die Materialien haben wir jetzt. Und danach hätte ich gerne den Markt. Das sehen wir hier. Da brauchen wir zum Erforschen 10. Hinterher zum Bauen brauchen wir 20. Aber das ist das Nächste. Denn wir können hier dann die Hütten aufrüsten. Und wenn wir die aufgerüstet haben, dann haben wir den großen Vorteil. Mit aufgerüsteten Hütten haben wir... Die Luft riecht nach Gewitter.
Ja, ist doch gut. Vermutlich wird es eine ganze Zeit lang regnen. Ja, Gewitter ist ja jetzt mal ein positives Ereignis. Also von daher, das passt doch. Ach, hier oben. Ah, ja gut, das ist natürlich... ja, das ist natürlich schade. Aber okay, so. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, wie wir hier weitermachen. So, wir haben den Schrottsammler. Du sammelst hier vorne. Einmal checken. 700. Ich würde uns erstmal den Bereich hier favorisieren. Das sind 100 Schrott. Einmal dahin bitte. So. Und dann würde ich jetzt hier gerne die ersten Produktionsketten aufbauen. Wir haben ja hier nur Holz- und Sammlerhütten. Ihr könnt euch das übrigens mit den, nicht den Effektanalysen, den Produktionsanalysen auch anzeigen lassen, was wir hier haben. Ne? Da ist natürlich noch nicht allzu viel vorhanden. Deswegen sollten wir jetzt gucken, dass wir die ersten Produktionsketten aufbauen, wie zum Beispiel eine Werkstatt. Das können wir sehr gut dahin bauen oder dahin. Eigentlich würde ich das gerne dahin bauen. Pass mal auf, wir bauen das mal im Blaupausenmodus. Dann hätten wir hier vielleicht Platz für eine Reihe Bäume oder sowas. Und dann brauchen wir nicht nur eine Werkstatt. Wir brauchen ja Schneiderei, mal gesagt, machen wir erstmal nicht. Die 20 Leute, die wir hier haben, da holen wir uns das so. Wir sind bei minus 12. Wir müssen also hier mal zwei Leute mehr reinsetzen, dass wir da mal ein bisschen Wasser kriegen. Und dann sollten wir vielleicht den Fischer auch aktivieren, dass wir hier wirklich mal unsere Reserven auffüllen. Ja, wir können natürlich Fahrzeuge hin und her schicken, aber ihr seht ja jetzt schon, wie lange so ein Fahrzeug braucht, ja? Ich meine, wir sind... Meine Krankheit ist ausgebrochen. Oh. Hoffentlich nimmt sie ein gutes Ende. Oh, ernsthaft? Okay, gucken wir uns gleich mal an. Ja, wir können es hin und her schicken, aber ihr seht ja, wie lange der braucht. Also das ist gerade bei dem Thema vielleicht maximal einmal möglich. Und ja, dann ist es halt, geht halt nicht dauerhaft. So. Also, wir brauchen die Werkstatt. Die haben wir jetzt geplant. Da gibt es noch das Upgrade. Das ist kein Problem, dass wir hier wirklich mal anfangen, die Sachen zu produzieren. Dann will ich langfristig eigentlich auch die Flaschen produzieren. Das könnten wir damit anschließen. Die haben quasi fast alle Boni. Und wenn wir da eine Straße lang bauen, wie weit kommen wir mit einem? Dahin. Zack. So, dann bauen wir die Straße mit einem Werkzeug. Dann würde ich sagen, werden wir das hier bauen. Dann werden wir den auch bauen. Und dann kann es hier schon mal weitergehen. Und wir können anfangen, diese Sachen hier zu produzieren. Aber wir haben jetzt tatsächlich gerade ein kleines Problem. Wir müssen hier Leute rausziehen, dass wir überhaupt bauen können. Genau. So. Die nächste Sache, die wir hier aufbauen, wir können hier erstmal alles voll machen, sind zwei Lagergebäude für das Thema Wasser. Zack. So. Die Zisterne. Wir wollen hier natürlich auch Zisternen haben. Und wir sind aktuell bei 500 Nahrung. Wenn wir uns überlegen, wir haben so 25 Minuten, wir können das ja mal ausrechnen. Wenn wir bei 25 Minuten sind, dann sind wir aktuell, wenn wir nichts an Nahrung produzieren, wir rechnen das mal aus, wenn wir nichts an Nahrung produzieren, sind wir aktuell bei minus 21. Minus 21 bedeutet, dass wir ungefähr bei 1,4, 1,5 Nahrung pro Saison und Person sind. Und wenn wir die 500 Nahrung voll haben und bei 25 Minuten Dürre, dann haben wir 20 Nahrung übrig. Durch die besagten 1,4 sind wir ungefähr bei 14 Leuten. Das heißt, wir kommen mit 25 Minuten Dürre hier gerade so hin und könnten dann wahrscheinlich einmal Essen von da unten liefern. Das heißt, wir sollten uns auch hier ein Nahrungslager einmal dahinstellen. So, hat das irgendwelche Boni? Nee, ne? Dann können wir das einfach damit hinknallen. Gut. Hattet? Nein, das war Unsinn. Ist da schon irgendwas? Nee, pass auf, das war Quatsch. Warum? Wir haben die Straße vergessen. Mein Fehler. Wir müssen ja noch die Straße bauen. So, das war der eine. Und jetzt kommen dort gerne zwei Zisternen.
und einmal Nahrung. So, dann können wir hier noch irgendwo einen Weg zwischenbauen. Dann schauen wir mal. So, okay, wunderbar. Dann können wir den wieder aktivieren. Wir können den wieder aktivieren und dann passt das. So rechne ich die Sachen halt meistens aus. Ich habe tatsächlich hier wirklich manuellen Taschenrechner liegen und rechne mir diese Sachen aus, damit ich halt weiß, was hier geschieht. Ne? So, hier ist Regen. Das ist jetzt für uns momentan fast egal, denn hier gibt es nichts Wichtiges. So, wo bist du? Du bist hierhin unterwegs. Alles klar, dann können wir gleich mal hier weitermachen. Und einmal die Aktivkohlemasken. So, da wird alles produziert. Wie sieht es jetzt hier aus? Wir haben jetzt hier sehr viel Flachs. Und Stoffe sind wir bei plus minus null mit einer Person. Reicht uns das? Nein, das reicht nicht. Wir brauchen eine Überproduktion. So, das sind wir bei 2, 3. Und jetzt werden wir mal schrittweise hier reduzieren. Dann sind wir jetzt beim automatischen Speichern. Und das bedeutet minus 2, 6. Wir müssten also... Ah, wir lassen das erstmal so. Wahrscheinlich müssen wir da langfristig noch eine Person reinbringen. So, du hast aktuell, du bräuchtest eine Person mehr, ne? Einfluss aller siedlungsweiten Gebäude, was? Da gibt es einen Einfluss aller siedlungsweiten Zustände minus 06. Ach so, ach, ja, ja, das ist das Thema Krankheit, ne? Das Schlimme ist, da können wir nicht mal was dran machen, weil wir ja bei unserem Schwierigkeitsgrad eingestellt haben, dass wir keine Sumpfgebiete hier vorne haben. Ja. Das ist halt, tja, das ist natürlich doof. Aber okay, gut. Das können wir tatsächlich jetzt im Moment gerade nicht ändern. So, das haben wir. Das haben wir. Das, was wir machen könnten, gehen wir doch nochmal in die Pause, ist der hier. Können wir den erforschen? Wir machen das. Und dann könnten wir in einem Sumpfgebiet noch eine Siedlung gründen und langfristig dafür sorgen, dass wir Kräuter produzieren. Ja. Dann gibt es die Farm. Das hätte ich halt auch gerne. Eine Farm wäre halt schon toll, damit wir unsere Nahrungsproduktion dort auf eine stabilere Füße stellen. Oder gerade so hier so Regenspeicher, ne? Das ist auch immer wieder eine gute Sache, um Ressourcen aufzufüllen. Wertstoffhof, das sind ja Dinge, das will ich eigentlich alles noch erreichen in diesem Let's Play. Also mein Ziel ist schon hier unten hinzukommen. Zumindest in mindestens einer Siedlung. Und jetzt werden wir aber erstmal gucken, ob unser Auto da ist. Wohin soll's gehen? Ja. Können wir mal das ganze Zeug hier rüberpacken. Und dann gehen wir auf 10 und werden bitte einmal, zack, 20 davon mitnehmen. Motor läuft. Und die bringen wir schon mal hier hin für Notfälle, ja, dass wir hier die Produktion gar nicht erst starten müssen. So, also, das haben wir. Jetzt müssen wir mal schauen hier vorne, dass wir hier jetzt die Produktion von Werkzeugen und Flaschen starten, dass wir hier einen stabilen Verbrauch hinkriegen. So. Dann können wir eigentlich die Sachen jetzt bauen, oder? Ja, zack. Zack und zack. Da haben wir noch... Ah, wir haben keine Person mehr übrig. Wir ziehen mal bei den Holzfällern welche raus. Das haben wir ja auch... Das ist eigentlich auch genug. Wir haben ja noch gar keine Produktion. So, nochmal auf einen runter. Da kann er erstmal dran arbeiten. Da ist eine Person drin, das passt. Dann haben wir jetzt zwei Leute zum Bauen. Und dann würde ich hier tatsächlich, wenn wir die zwei Leute voll haben, erstmal dafür sorgen mit mehr Leute, dass wir die Zisterne voll kriegen. Momentan liegen wir nur bei plus 16. Das ist natürlich nie allzu viel, ne? Also da müssen wir ein bisschen aufrüsten. So. Also machen wir das wieder aus. Das wieder aus. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und wir haben jetzt hier dieses Krankheitsoverlay. Ja, wie gesagt, da müssen wir tatsächlich eine neue Siedlung gründen. Und das würde ich eigentlich gerne in einem Bereich hier machen. Eventuell hier vorne oder so. Aber das gucken wir uns in den nächsten Folgen auf jeden Fall mal in Ruhe an, was es hier in diesem Bereich gibt. Da müssen wir mit Sicherheit auch wieder was reparieren und so. Deswegen müssen wir jetzt auch gucken, dass wir vielleicht einfach mal direkt hier plündern. Und wir nehmen das einfach mal direkt mit. Passt schon. Ja, da müssen wir jetzt auch konsequent weiter plündern. So, wie sieht's hier aus? Können wir die ersten Häuser updaten?
Das wäre so meine Wunschvorstellung, denn wir haben ja jetzt, ja, Wasser und Nahrung ist voll, dann müssten wir weitere Lager bauen, Nahrungslager. Schrott müssten wir auch neue Leute reinpacken, aber ich würde sagen, wir können hier unten, dort links unten findet ihr den Button. Dort können wir mal die ersten beiden Häuser updaten. Und wir nehmen mal dich raus. Und jetzt steigt hier auch die Produktivität wieder. Das ist sehr gut. Und dann werden wir mal zwei weitere Lager bauen. Einmal eine weitere Zisterne für Wasser. Und einmal ein weiteres Nahrungslager. Die können wir auch gleich bauen. Denn wir brauchen halt hier immer mehr. Wir wollen natürlich irgendwann vielleicht auch mal zum Thema Wasserturm kommen. Aber im Moment reicht uns das so. So, wo haben wir jetzt... Wieso haben wir jetzt keine Arbeiter? Baumeister von Sächse, Förster. Pass auf, da können wir auch auf einen runtergehen. Das ist die hier. Ne, das ist die Baumschule. Holzfäller. Jetzt müsste ich echt mal gucken, welches die Förster gewesen sind. Aber einer müsste eigentlich hier vorne auch reichen. Okay. Gut. Also, das Haus hier haben wir weg. Da sind wir am Bauen. Hier sind wir am Bauen. Und haben wir das Haus schon fertig hier? Ne. Da gehen noch 5 rein. Da wird... Befindet sich bereits im Ausbau. Sehr gut. Okay, da wird gebaut. Dann werden wir hier jetzt mal die Masken ausladen. Und dann müssen wir weiter erkunden. Wir brauchen nämlich Forschungspunkte. So. Zack. Einmal alles raus hier. Gut. Dann auf geht's. Wir haben die Bearbeitungsaufträge gegeben. Und dann geht's los. So, da hatten wir nichts. Ich glaube, da waren wir schon. Wir können mal in diese Fabrik fahren und mal gucken, was wir da brauchen. Denn Bretter, Leitern und Äxte haben wir ja dabei. Was uns fehlt, sind so eine Sachen wie Generatoren und sowas. Aber wir können ja mal gucken, wie weit wir hier kommen. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Da brauchen wir einen Dietrich. Den haben wir nicht. Den haben wir nicht. Da waren wir auch schon. Ne? Ja, da fehlt uns genau eben jener Dietrich. Wir fahren mal dahin. Weil wir müssen jetzt wirklich mal... Obwohl, nee, wir fahren da lang. Vielleicht ist da eine Brücke. Ja, wir müssen wirklich langsam mal in diesen Bereich kommen und dann würde ich auch gern die Brücke hier reparieren. Aber wir brauchen dafür Eisen, Schrott, Eisenwerkzeuge, die haben wir noch nicht und eine Axt. Und wir haben bis auf die Eisenwerkzeuge hätten wir theoretisch alles. Wobei wir halt auch erst 13 Eisen haben. Wissen wir auch nicht, wie viel wir da wirklich langfristig brauchen. Motor läuft. Jawohl, die Kräuterhexe ist fertig. Wunderbar. Aber auch das können wir noch nicht nutzen, weil wir noch kein Sumpfland haben. Aber das, ihr habt es mit den Krankheiten gesehen. Das müssen wir auf jeden Fall zeitnah machen. So, einmal dahin. Und in der Zeit kümmern wir uns um diesen Bereich hier. Da ist alles voll. Der Ausbau läuft. Und da, Leute, da ist es. Seht ihr es? Den Unterschied? Da ist es. Das erste große Haus. Sehr cool. Das freut mich. Dann kriegen wir jetzt ein paar Leute mehr hier. Und das ist auch langsam dringend nötig, ja, damit wir hier die Produktion steigern. Die Lager werden gleich gebaut, dann können wir hier weitermachen, mehr Nahrung einlagern, mehr Wasser. Wunderbar. So, und fertig? Ja, fast. Wir können dann aber, wenn der voll ist, auch sagen, dass wir hier die Leute rausziehen und andere Dinge priorisieren. Wenn das Wasser voll ist, dann brauchen wir ja dort keine Leute weiter reinpacken. So. Ruine plündern bitte. Sehr gut. Eisen ist gut. Einmal weiterfahren. Wir haben hier einen neuen Bereich gefunden, auf dem man eine Siedlung errichten könnte. Hier? Nee, da. Ja, aber da komme ich ja nicht rüber. Ah, schon schick, ne? Gibt es hier Sumpfland oder ist das... Schade. Gibt es auch kein Sumpfland. Was haben wir da? Blei. Cool. Das ist schade. Es ist aber auch kein Sumpfland, ne?
Dann müssen wir vielleicht einmal da gucken. Aber da kommen wir nicht hin. Gab es hier Sumpf? Ne. Hier gibt es halt Sümpfe. Und auch Lehm. Hier gibt es kein Holz. Das müssten wir erst anpflanzen. Könnte man aber machen. Das heißt, den können wir uns auch mal angucken. So, jetzt fahren wir mal weiter. So. Mal dahin. Auf geht's. Ah, das ist auch wieder eine große Brücke. Schade. So, was brauchen wir dafür? Eine alte Lagerhalle. Oh ja. Wir sollten uns darin mal umsehen. Na, dann machen wir das. Vielleicht finden wir etwas Nützliches, das wir mitnehmen können. Steuereinheit. Ah, da brauchen wir bestimmt, warte mal, da brauchen wir bestimmt einen Generator für, ne? Wir gucken mal. Ich wollte eigentlich erstmal gucken, was wir dafür brauchen. Ein Dietrich, ein Generator und eine Lötlampe. Oh Gott, da haben wir ja gar nichts von. Na ja, mal, wir machen das mal anders. Wir kommen mal hier hinten zurück und werden erstmal anfangen, dort zu arbeiten. So, was haben wir hier? Da haben wir einen leeren Arbeitsbereich. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das heißt nämlich, dass er hier vorne alles abgearbeitet hat. Jetzt muss ich mal gucken. Wir wollten das Haus weghaben. Zack. So. Gut, gut. Also, das haben wir. Wie sieht es hier mit den Reserven aus? Wir müssen hier unbedingt halt die Wasserproduktion jetzt steigern. So. Dass wir hier alles voll kriegen. Plus 100 in der Minute. Check. Und Fischerei. Lass mal ein in Reserve da. Ja. Gut. Alles klar. Hat funktioniert. Wir haben Aktivkohlemasken. Wir haben unsere Leute hier. Unsere 15. Da mache ich mir also keine großen Sorgen. Jetzt müssen wir halt hier unbedingt weitermachen. Wie viele Leute haben wir jetzt? Jetzt sind wir hier bei 41. Wasser ist fast voll. Und bei plus 200 kriegen wir da schon was hin? Nee. Ich bin da ernsthaft überlegen, ob wir noch eine Zisterne bauen. Wir bauen noch eine Zisterne. Nicht genügend Baumaterialien. Nein, was fehlt uns denn? Schrott? Oh, Schrott, oh, Schrott, oh, Schrott. Ja. Dann werden wir hier mal die Schrottproduktion erhöhen. Das ist ja kein Problem. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätten wir hier nicht genug, ne? Also, hier vorne sind ja noch... Was sind das hier? 2.500 oder sowas? Ja, komm. Also, da haben wir eigentlich erstmal genug Schrott. Wir müssen halt irgendwann umsteigen. Aber im Moment haben wir noch genug Schrott. So, du bist unterwegs. Sehr gut. Hier vorne hatten wir nämlich sehr viele POIs, die wir einfach so leeren konnten. Und dann will ich tatsächlich jetzt hier vorne eine Siedlung gründen, damit wir unser Zeug hier bekommen. Ja, wir müssen unbedingt anfangen, Kräuter zu sammeln, damit die Krankheit nicht so reinhauen und so weiter. Aber wir wollten auch den Markt erforschen. Zack. Den müssen wir auch haben. Und dann wollen wir natürlich auch noch weitere Forschungspunkte haben und. So, jetzt nehmen wir erstmal den hier. Essen sind wir bei nur plus 41. Da würde ich jetzt eigentlich gerne mal umsatteln. Und einmal... Ne, Moment, das war die Fischerei. Das nicht. Hast du noch genug Essen? Ja. Bei wie viel plus liegen wir? Nur 41. Ja, da müssen wir eigentlich was machen. Denn wir produzieren ein bisschen zu wenig Essen. Aber wir haben momentan noch keine Möglichkeiten. Wir könnten noch einen Sammler bauen. Und den eventuell hier hinten sammeln lassen. Straße hin, noch ein Lager ran, Sammler hin, fertig. Dann hätte er auch theoretisch alle Boni, die wir brauchen. Lager im Umkreis, Straßenverbindung, er hätte dann theoretisch alles. Das sollten wir mal überlegen. Das ist, denke ich mal, relativ wichtig. So, aber du baust erstmal die Zisterne hier. Holz ist auch nicht mehr allzu viel. Kohle produzieren wir jetzt sehr viel. Da können wir mal welche von rausziehen. Da brauchen wir jetzt nicht allzu viele. Minus 0,3 passt. Da haben wir plus 3 jetzt. Dann sind wir bei den Fasern. Wir können bei der Stoffproduktion jetzt auch mal einen rausziehen. Da denke ich mal, haben wir jetzt auch erstmal genug. Dann sind wir da, bleibt plus 0,4, plus 4,2 in den Fasern. Wenn wir da noch einen rausziehen, sind wir bei minus 1,8. Das geht nicht. Dann lassen wir da 2 drin. Okay. Wir müssten nämlich so langsam die Ziegelproduktion wieder steigern. Denn wir haben sehr, 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 sehr wenig Ziegel. Aber ihr seht, das geht nur über sehr viele Leute.
Und das ist eine extrem geile Mechanik. Ich mag sowas total gerne, denn mit sehr vielen Leuten haben wir wieder das Problem, dass wir sehr viel Wasser und Nahrung bräuchten, ja. Aber das geht natürlich nicht immer. Gut. Tja, oder auch nicht. Können wir gucken, dass wir hier noch ein paar mehr reinmachen. Dann sind wir bei plus 2. Da noch ein. Minus 0,3 und bei plus 2 in der Minute. Gut, das sollten wir jetzt, da sollten wir mal bei bleiben. Wir sind bei minus 1,5 in der Kohle. Wir haben genug Aktivkohlemasken. Das passt eigentlich noch. Okay. So, dann wollen wir weiter erkunden. Wir dürfen jetzt nicht zu viel mitnehmen. Verstanden. Einmal dahin bitte. Und wir waren hier, ne? Was brauchten wir hier? Eine Axt. Okay, das kriegen wir hin. Dann fahren wir mal dahin. Wohin soll's gehen? Und machen erstmal den hier fertig. So. Dieses Geschäft ist noch gut erhalten. Mal sehen, was sich dort alles findet. Bin dabei. Einmal dahin bitte. Das müsste mit der mit bloßen Axt. Händen bekommen wir die Tür nicht auf. Jawohl. Wir müssen sie aufbrechen. So, da ich das Regal das bitte. An. Handschuhe, mega. Und Arznein. Oh, ist das genial. Und die Mach Kasse ich. Bringt uns. Unsere Vorfahren sind in Läden wie diesem gegangen. Ich sehe mir das Unsere an. Vorfahren sind in Läden, die wie diesen gegangen, haben sich ausgesucht, was sie wollten. Essen, Werkzeuge, Kleidung, Medikamente. Alles nur einen Handgriff entfernt, aber nicht für uns. Hier ist das meiste leergeräumt. In der Kasse sind immer noch alte Münzen und Scheine, aber damit können wir nichts mehr anfangen. Okay, sehr cool. Einmal zurück bitte. Wir nehmen natürlich alles wieder mit. Obwohl, die Leiter brauchen wir nicht, die haben wir ja. So. Tja, und dann müssen wir jetzt tatsächlich schon nach Hause, bevor wir die nächste Ladung machen. Einmal dahin bitte. Und dann schauen wir mal, dass wir hier... Da müssten wir eigentlich auch eine Person hin reinpacken. Ja, machen wir jetzt mal. Die werden ja hoffentlich irgendwann älter. So, Ziegel. Wir haben jetzt den Markt erforscht. Und den werden wir uns jetzt platzieren. Das ist nämlich das nächste, was ich gerne haben möchte. Das sind die Unterkünfte. Und haben wir den schon erforscht? Nee, ist noch dabei. Alles klar, ist noch dabei. Dann checken wir nochmal hier oben die Lage. Wie sieht es da aus? Na, wo ist es alles? Hier. So, Wasser. Nahrung sieht gut aus. Da können wir langsam mal einen abziehen. Ja, der Steg läuft. Da sind wir bald bei 1500 Wasser. Ich denke, das ist gut. Okay, dann machen wir beim nächsten Mal weiter und dann gucken wir, wie es dann mit der Forschung aussieht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.